reine, warme, stark resonierende C-Dur. Kreuz G-Dur, das sanftmütige G-Dur. Auch beinahe rein. Auch ein Ausdruck für Kindlichkeit. D-Dur. Zwei Kreuze. Mit der sehr kleinen Quinte D-A. Mit einer Schwebung von ungefähr 4 Schwebungen pro Sekunde. Jubel, Gloria. Das A-Dur, die Tonart der Liebe. Auch sehr strahlend, auch eine kleinere Quinte. Schimmert. Verwendet wird, die Chromatik zwischen Cis und E. Denn der Halbton Dis E ist der engste Halbton. Nächste Tone mit 4 Kreuzen. E-Dur. Häufig verwendet für Erotik. Besondere Schärfe. Gewissermaßen eine Steigerung von A-Dur. A-Dur. Herzen. H. Dis. Durch die Schrägheit kommt es auch selten vor in der Literatur. Und mit 6 Kreuzen bzw. 6 Bs Fis-Dur. Ges-Dur. Sehr unnatürlich klingend. Es wurde auch genannt als schielende Tonart. Das liegt daran, dass die Terz Fis A ist, sehr großes, pythagoreisch, und Fis
Cis, die Quinte, zu klein. Gewissermaßen kreuzen sich jetzt die Terz und die zu kleine Quinte und schielen. Und zu guter Letzt in den Kreuztonarten Cis-Dur, sehr selten verwendet, aber mit 7 Kreuzen. Sehr skurril. Es wird auch mit 5 Bs verwendet als Des-Dur. Die B-Dur-Tonaten mit einem B, das pastorale F-Dur. Deswegen eine reine Quinte. Und eine reine, fast reine Terz. Mit 2 Bs. B-Dur, die Tonart der Hoffnung. Leicht schwebend und eine kleine, etwas kleine Quinte, gewissermaßen der Hoffnungsschimmer. Jetzt kommt das energische, kräftige Es-Dur. Die sogenannte Gräbertonart As-Dur. Äußerst verstimmt klingend. Tod und Gräber. Deswegen die Quinte As, Es ist zu weit, zu groß, überschwebt und gleichzeitig eine zu große Terz. Alles öffnet sich in die Unterwelt gewissermaßen. Und dann, was wir schon hatten, Des-Dur mit 5 Bs. Entrückt, geisterhaft. Jenseits. Die Molltonarten, das melancholische, traurige A-Moll. Das feurige E-Moll. Auch ziemlich rein, aber im Kontext der Harmonie mit der Dominante, sehr scharfe Dominante, H-Dur. Häufig dadurch als sehr feurige, energische Tonart verwendet. Das schwarze, bizarre H-Moll mit 2 Kreuzen
sah deswegen auch als Dominante das schielende Fistur. Schwarz. Fis-Moll als Tonart der Einsamkeit. Trauernde, verzweifelte Cis-Moll. Moll oder Gis-Moll. Astur war die Gräbertonart. As-Moll auch mit der zweiten Quint und einer sehr engen kleinen Terz als Gruft. Nun zu den B-Moll-Tonarten. D-Moll. Stürmisch mit dieser Quint, die im D-Dur den Gloria-Schein hatte, hat hier den stürmenden Wo-Wo-Wo-Wo-Charakter. Auch sehr beliebt die Umspielung der zu kleinen Quint. Zwei Bs, das klagende G-Moll. Besonders beliebt das S als Seufzer, weil das S sehr hoch ist. Das tragische und leidenschaftliche C-Moll. Sehr bekannt. Eine weitere Steigerung. F-Moll ebenso sehr wild, aber auch als Gefängnistonart. Gefängnis deswegen, es ist eine sehr schräge Tonart, schräg klingend. Hat aber als Dominante die komplette Freiheit. C-Dur. Das dunkle, nebelige B-Moll.